Ja, Matthias Schönknecht, in Auftakt in die Neubrandenburg-Liga-Saison, 6:0 gegen Viktoria Seelow. Erstmal, wie haben Sie das Spiel gesehen? Naja, war auf jeden Fall eine sehr, sehr starke erste Halbzeit von uns. Ja. Aber dass das Endergebnis dann doch so deutlich ausfällt, damit hat bei uns niemand gerechnet. Ja, wir sind uns schon bewusst, dass wir Stärken haben und wollten die auch auf den Platz bringen. Ist uns erste Halbzeit in allen Belangen gelungen. Ja, zweite Halbzeit war natürlich ein bisschen weniger von uns. Ja, wir wollten ein bisschen Fahrt rausnehmen, wollten den Gegner laufen lassen. Seelow in der Phase natürlich ein bisschen mit Auftrieb. Ja, aber am Ende doch ein deutlicher und verdienter Sieg für uns. Gerade in der Anfangsphase waren Sie ja sehr stark, oder war Ihre Mannschaft sehr stark, nach 18 Minuten schon 3-0. War das so angesagt, dass man direkt mit Vollgas aus der Kabine kommt? Naja, wir haben schon den Anspruch, da komplette 90 Minuten Vollgas geben zu wollen. Ja, ist immer schwierig. Neue Liga, ein neuer Trainer, neue Taktik, neue Mannschaft, sich erstmal zu finden. Da hat natürlich alles gepasst. Ja, sind wir in so einen Lauf reingekommen oder haben einen Lauf gehabt? Und ja, also für die erste Halbzeit kaum Worte. Ja, Riesenkompliment an die Truppe, an das gesamte Funktionsteam. Hat einfach alles gepasst.